entkommt! Ist wohl nicht wert, sich drum zu... Meine, jetzt würde ich es verstehen, wenn jetzt die volle Synchronisation weg wäre, aber vorher... Wo ist denn mein Pferd? Il Colosseo. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Unbemerkt ins Kolosseum eindringen und den Schauspieler Pietro finden und retten, bevor er von Micheletto umgebracht wird. Niemanden außer den Schützen töten. Oh Gott. Hä, da war doch eine Markierung. Wo ist denn die jetzt hin? Hä? Ach, da. Frage ist, muss ich nach ganz oben, wo oder wo muss ich hin? Das weiß ich halt nicht und das ist ein bisschen kocke. Ich kenne ihn. Ich Donato, ich hab... Na toll. Wie kann er mich denn hier hinten sehen? Nur mal so gefragt. Toll, ich komme hier nirgendwo hoch. Ah, doch hier. Eieiei. Das ist aber ein ganz schön langer Weg, der mir hier gezeigt wird. Warum denn nicht gleich von der anderen Seite her? Nur mal so gefragt, so die. Mein Gott! Mein Gott! Warum? Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe. Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht. Mich dürstet sehr. Ja, du wirst nie mehr trinken. Wo muss ich denn jetzt hin? Andere Seite, Junge. Oh.
Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Ja, nimm den Speer und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Die gute und längst überfällige Tat. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ich... Ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, ich vermag, ob es bös ist oder gut. Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und meine Augen trügen nicht. Ich sehe beides ich ganz muss auf gewiss. Die Bühne. Herr, wo kommt dies Wasser her? Oh je, und wehe mir. Was habe ich getan? Ich kann nicht rennen. Den Mann vor mir, vergebe mir, erschlug ich an seiner Stadt. Um Gnade, Herr, flehe ich nun. Denn ich war nicht, was ich tat. Ich wird Ercolo die Gnade abtreiben. Jesus, oft hörte ich sie sagen, dass Blindheit du und andere Plagen mit deinem Segen Das wird knapp. Ach, Herr Gott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann, geschmäht, der keine Schuld geladen? Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Wohin? Geht, fragt Pilatus nach der Leiche. Ich weiß doch nicht, wohin. Da war nichts Auffälliges, außer dieser komische weiße Boden. Oh. Da kann man rein. Gott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann, geschmäht, der keine Schuld geladen? Wo denn? Wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Ich hab keine Ahnung, wohin. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Wo denn? Da ist nix. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche. Ganz ehrlich, Freunde, da ist doch nichts. Wo soll ich denn da hin? Wo? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz einfach nicht. Ich habe null Hinweis. Null. Nix, nada. Niente. Kann doch nicht wahr sein. Geh mit dem Adlerauge. Aber ich zeig dir nicht, wohin. Das ist so ärgerlich, echt. Gott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann, geschmäht, der keine Schuld geladen? Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich weiß nicht, wohin. Ich bin sicher. Ich weiß nicht, wohin. Es ist null angezeigt. Nix. Finde den richtigen Platz. Ja, schön. Danke, dass man keinen Platz sieht. Das ist so bescheuert, ey. Ja, meine Freunde, diese Mission werdet ihr noch 100 Mal sehen, wie sie hier anfängt. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, Herrgott! Was trieb euch an ans Kreuz? Ne. Niemanden außer den Schützen töten. Ja, hier kriege ich auch ganz viele nützliche Informationen. Nicht. Schmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden.
Ich bin sicher. Alter. Das ist. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Ich verzweifle. Mein Gott. Ja, schön. Danke vielmals. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir jetzt noch 100-mal diese Anfangsszene zeigt. Oh, es ist so ärgerlich. Es ist einfach so ärgerlich. Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Ich habe hier keinen Hinweis. Keinen. Keine Schuld geladen, denn wahrlich, ich komme auch hier nicht durch. Das ist auch super. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König. Hallo, ihr blockiert mich, meine Fresse. Ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Es ist einfach nur. Fragt Pilatus nach der Leiche. Oh, es ist einfach nur so beschissen. Ich drehe echt am Rad. Es ist, ich habe keinen Schimmer, wo ich hin soll. Kein, null. Es hat dann hier nur diesen weißen Fleck. Ich gehe jetzt mal dorthin. Und ohne Verdacht ist halt sehr schwierig, weil wir haben keinen, der uns irgendwie, keine Ahnung. Es ist einfach nur Kacke. Ach, Herrgott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Mein Gott, ey. Wir sind ein bisschen weiter. Was? Josef, stets bereit, in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weise ich euch nicht ab. Oh, ich hab schon fast nicht mehr daran geglaubt, dass wir's schaffen. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Waffen fern. Das wird bestimmt sehr gut funktionieren. Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht mit an dem Gift seines Blutkreislaufes in seinem Blutkreislauf nicht schwimmen. Wir kommen, um zu helfen! Stoppt die Wachen! Ich kenne diesen Mann. Also, lauf schneller als ich. Ah ja. Lauf! Lauf! Wer seid ihr? Euer Retter. Ich bin kein schlechter Mensch. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe
Cantarella, trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Adalas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Hä? Warum sind die immer so viel schneller als wir? Was glaubst du, was du da kriegst? Ich würde gerne sehen, wie du es machst. Fass ihn! Da ist er! Der Krieg Ah, oh, fuck. Ich hätte ihn gerade gehabt, Mann. Na toll. Warum floht ihr? Ich. Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Oh, shit. Das wird doch niemals reichen. Und ich darf nicht schwimmen. Egal, scheiß drauf. Scheiß auf die 100%. Ist das nicht gefährlich? Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Gesù diesmal 3 Tage früher auferstanden. So, Freunde. Und jetzt ist es wirklich so weit, dass ich diese Aufnahmesession hier beenden werde. Erst hole ich noch das Geld ab. So. Denn, meine Freunde, es ist Zeit für mich, jetzt hier zu beenden, um noch ein bisschen zu lernen und mich vorzubereiten auf morgen. Wie gesagt, ich möchte mich nochmals entschuldigen, dass ich diese Session oder auch die letzte schon halt ein bisschen, halt ein bisschen weniger gut drauf war oder halt weniger gesprochen habe oder allgemein schneller gereizt war oder so. Das liegt halt einfach daran, dass ich wirklich morgen die Prüfung habe, die Abschlussprüfung und das geht auch an mir nicht gerade so, ne, spurlos vorbei. Und natürlich, dass ich die Aufnahmen jetzt jeweils morgens gemacht habe und auch früh aufgestanden bin, obwohl ich eigentlich Ferien in dem Sinne habe. Das sind halt Dinge, die halt Einfluss hatten. Und aber jetzt ist hier der Zeitpunkt gekommen, um mich hier zu verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Vachilles. Tschüss.
Lectio Auditore. Tapfer von euch, sich mir alleine zu stellen, aber auch recht töricht. Assassine. Garde!